There is an uncanny resemblance between the G20 meeting that took place in 2014 and the one taking place today. Leaders were different, geopolitics was different, yet it seems like deja vu. Let's take you back to 2014. On this day, the 15th of November, Brisbane was gearing up for the 9th G20 summit. World leaders landed in Australia, all suited in their official charters, but there was a hint of uncertainty in the air, very similar to today's situation. Diplomats were extremely wary of Russia's intentions. After all, exactly 8 months ago from that day, Vladimir Putin had annexed Crimea after holding a referendum. Does that ring any bells? As leaders today gather in Bali for critical talks, the air is quite similar. Because 8 months ago this year, the same Russian president ordered the invasion of Ukraine. But there is one peculiar difference. Putin attended the 2014 G20 summit despite all the backlash from the West. Even then, world leaders had condemned the annexation. There were restrictions imposed on Russian officials. Putin was half-heartedly welcomed. Yet, the Russian president landed in Brisbane. Not only that, then US President Barack Obama even agreed to sit down with Vladimir Putin for closed-door talks. They spoke on various issues. Obama called the meeting businesslike and blunt. So what changed in these 8 years? Why did Putin skip the summit this year? And have all channels of dialogue failed between the West and Russia? Since the war broke out, on more than one occasion, the US president has called Putin a war criminal and a butcher. Words have gotten bitter over the last few months. So much so that ahead of this summit, the West said, and I quote, it will struggle to be in the same room as Putin. One school of thought could be that in 2014, the annexation was of some 27,000 kilometers of land. And now in 2022, Russia invaded an entire country. But there is more than just the scale of this aggression. Putin did not want to face the same humiliation like 2014. Remember, he was placed at the far flank of the traditional family photo. Experts say he had the liberty to skip the summit, even if it was just for courtesy's sake. The Russian president has cemented his power back at home after signing a law to keep himself in office. He has been dubbed as a president for life, something that he lacked back in 2014. So with the domestic front under control, he isn't too worried about the international position. VEON World is One is now available in your country. Download the app now and get all the news updates on the move. Jeder ist abhängig vom anderen für das gegenseitige Überleben. So lautet ein indonesisches Sprichwort. In diesem Geiste scheint hier auf Bali im Kreise der G20 die Erkenntnis zu reifen, dass der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine auch für den Rest der Welt große Gefahren bedeutet. Und die Volksrepublik ist im Moment auch auf einer gewissen Schamoffensive unterwegs. Ich erwähnte ja schon, dass Xi Jinping nicht nur Joe Biden getroffen hat, sondern auch andere Führer, Australien und Frankreich zum Beispiel. Und die Botschaft von China geht hier aus, wir möchten ein Teil dieser internationalen Ordnung sein. Wir wollen hier produktiv mitwirken. Allerdings ist das ein doppelschneidiges Schwert, denn nach innen kommuniziert Xi Jinping eher das Gegenteil, nämlich dass die Volksrepublik sogar auf einen Krieg vorzubereiten habe. Nun sagt Xi Jinping, in Anlehnung an eine konfuzianische Aussage, dass wenn man Frieden will, man sich für den Krieg vorbereiten solle. Also vielleicht hat man da in China eine generell andere Auffassung, wie man quasi Kriegsvermeidung betreibt. Aber ich glaube, es besteht kein Zweifel daran, dass die Haltung der Volksrepublik gegenüber dieses Krieges Russlands, den es ja mehr oder minder unterstützt hat, damit steht und fällt der Erfolg dieses Gipfels. Collaboration is badly needed. Unsere Zeit der Zusammenarbeit ist dringend notwendig, um die Welt zu retten. Wir alle haben nicht nur Verantwortung für unser Volk, sondern auch für die Menschen in der Welt. Alles eine große Show, das ist Balis Programm zu später Stunde. Die Choreografie des Abends war sauber einstudiert, die des Gipfeltages notgedrungen nicht ganz. Dass die Dinge liefen, wie sie liefen, damit hat er vielleicht nicht gerechnet. Russlands Außenminister Lavrov muss beim Dinner verdauen, dass sich der Gipfel wohl auf deutliche Kritik am russischen Überfall auf die Ukraine verständigen kann.
Weil China sich dem offenbar nicht widersetzt, erkennen manche bröckelnde Unterstützung für Moskau, auch wenn Lavrov und sein Kollege aus Peking heute freundliches Händeschütteln in die Welt senden. Das Thema Ukraine gehöre nicht auf diesen Gipfel, erklärt Lavrov dann. Der Westen versuche, die Abschlusserklärung zu politisieren mit Formulierungen, die Russland im Namen der gesamten G20 verurteilt. Dass der Krieg zentrales Gipfelthema ist, die USA, vor allem aber auch die Europäer haben dafür gesorgt. Frankreichs Macron hört heute vom Chinesen, dass die EU eine wichtige Kraft sei. Sie solle, genau wie China, ihren Geist der Unabhängigkeit wahren. Im Wörterbuch der Diplomatie soll das wohl heißen, folgt nicht blind den Amerikanern. Die EU müht sich, eigene Positionen zu behaupten. Im großen Gipfelmalwerk zwischen den Polen der Weltpolitik ist das nicht leicht. Klima-, Energie- und Nahrungsmittelkrise verlangen genauso gemeinsame Antworten wie der Krieg. Wir Europäer leisten enorm viel für die Ukraine aus tiefer Überzeugung. Denn wir wissen, dass es nicht nur um einen Krieg geht, den Russland ausgelöst hat gegen die Ukraine. Sondern es geht um die Frage, setzen sich die demokratischen Werte durch oder das Recht des Stärkeren. Der Bundeskanzler meint denn auch auf Bali viel Verbindendes gefunden zu haben. Das stimmt ihn offenbar optimistisch. Was wir hier sehen, ist eine Verständigung auf eine Abschlusserklärung. Soweit, man darf ja den Tag nicht vor dem Abend loben und den G20-Gipfel nicht vor seinem Ende. Aber dass eine Verständigung gelingt, der in dieser Hinsicht niemand widerspricht. Der Gipfel werde ein harter Ritt, hatte Scholz vor Beginn gesagt. Der Eindruck wurde heute bestätigt. Nur ist es auf Bali eher ein heißer Tanz. Auch für Russland war auf Bali der rote Teppich ausgerollt. Außenminister Lavrov ging darüber. Die Reaktion des russischen Top-Diplomaten auf den Entwurf gewohnt undiplomatisch. Wir haben durch unseren Präsidenten wiederholt bestätigt, dass wir uns nicht weigern zu verhandeln. Wenn sich jemand weigert zu verhandeln, dann ist es die Ukraine. Je länger sie sich weigert, desto schwieriger wird es sein, eine Einigung zu erzielen. In einer Videobotschaft richtet sich der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky an die G19 und schließt Russland damit offensichtlich aus. Kreml-Chef Wladimir Putin nimmt an dem Gipfeltreffen nicht teil und lässt sich von Außenminister Sergei Lavrov vertreten. Ich bin überzeugt, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, an dem der russische Vernichtungskrieg beendet werden muss und kann. Es gibt und darf keine Ausreden für eine nukleare Erpressung geben. Gleich zum Auftakt des Gipfels zeichnet sich eine klare Stellungnahme gegen den russischen Angriffskrieg ab. In einem Entwurf für die gemeinsame Abschlusserklärung heißt es, dass der Krieg in der Ukraine von den meisten G20-Mitgliedern scharf verurteilt wird. Es geht hier wirklich in erster Linie um den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Das ist das Top-Thema, auch das, was alles andere überschattet. Wobei es interessant war, dass Russlands Außenminister Lavrov, der ja hier Präsident Putin vertritt, eigentlich über den Krieg gar nicht sprechen wollte. Er hat gesagt, die Themen Sicherheit und Krieg und Frieden, die würden doch in den UN-Sicherheitsrat gehören. Wenn man dann darüber hier sprechen würde, würde das in das Mandat des UN-Sicherheitsrates eingreifen. Und er war also der Meinung, das würde nur die Atmosphäre stören und man sollte sich auf soziale und Wirtschaftsthemen beziehen und berufen. Das haben natürlich viele ganz anders gesehen. Der Krieg ist ein Bruch internationalen Rechts und ein Bruch der UN-Charta. Und dementsprechend wichtig war das Thema hier und ist es noch. Und da heißt es jetzt in dieser Abschlusserklärung, die meisten Staaten verurteilen den Krieg in der Ukraine scharf. Aber damit auch Russland diese Vereinbarung unterschreiben kann, heißt es dann zwei Sätze weiter. Andere Staaten haben eine andere Sicht auf die Dinge und verurteilen die Sanktionen gegenüber Russland scharf. Und das sind dann eben die Länder, beispielsweise Russland, die das unterschreiben können. Das heißt, es ist quasi, naja, man kann sagen, für jeden ein bisschen was dabei in dieser Abschlusserklärung. Und man muss natürlich dazu sagen, diese Abschlusserklärungen bei G7-Gipfeln, bei G20-Gipfeln, die sind rechtlich ja auch nicht bindend. Eines ist ja klar, das ist wirklich ein schlechter Tag für Russland. Präsident Zelensky feiert in Cherson die Befreiung. Präsident Putin fährt nicht nach Bali. Und Sergej Lavrov blamiert sich dort mit einem Auftritt, wo er mit iPhone und Apple Watch sitzt. Also diese ganze antiwestliche Rhetorik im Grunde durch sein Auftreten konterkariert. Also Russland hat es gerade nicht leicht, aber das ist auch nicht verwunderlich angesichts des Verhaltens der Regierung. Man kann es so ausdrücken, Lavrov ist es nicht
gelungen, eine Erklärung zu verhindern, der, wie es ausdrücklich heißt, der meisten, die den Krieg erstmal überhaupt einen Krieg nennt, nicht eine Spezialoperation, wie Russland das selbst tut. Ich bin nicht ganz sicher, ob sogar der Abzug russischer Truppen in der Erklärung ist, das weiß ich im Augenblick nicht. Aber dass so eine Erklärung, die den Krieg ausdrücklich verurteilt, zustande kommt, werden auch nicht von Russland unterschrieben, ist kein Agree to Disagree und auch kein Kompromiss. Das ist eine Niederlage Russlands. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people.